Grüß dich miteinander, wir hier in Brienz und trotz komischem Wetter herrscht Freudenstimmung, weil am Samstag, wo wir hier die Sendung ausstrahlen, geht Campingplätze auf und nächste Woche nach der Bergbahn fahren, die Schifffahrt. Und ich gehe jetzt zum Stammtisch zusammen mit dem Gemeindepräsidenten Peter Zumbrunn, mit dem Campingplatzchef Marcel Zisset und mit dem Verkehrstourismuschef Simon Kunz reden, wie sie so drauf sind. Kommt mit. Stammtisch mit Matthias Mast. Das wöchentliche Beizengespräch wird euch präsentiert von Rugenbräu, das Bier aus dem Berner Oberland. Willkommen hier im Steinbock zu Brienz, im Hotel und Restaurant. Wunderschöne Location für einen Stammtisch. Und wir sind schon bereits, nicht feucht, aber fröhlich unterwegs. Es ist ein Stammtisch von mächtigen Leuten von Brienz, sage ich mal. Es ist der Marcel Zisset, der einen Freudentag hat, heute am Samstag, wo das ausgestrahlt wird. Er darf seinen Campingplatz auftun. Camping Arec, wo schon seit 3 Generationen ein Familienbetrieb ist. Gratulieren, wünsche gutes Gelingen. Nein, natürlich der Oberst. Gemeinderatspräsident, ich sage extra, er ist Gemeinderatspräsident, nicht Gemeindepräsident, das gibt es eben noch beides hier in Brienz. Ist der Gemeinderatspräsident, ist der, der etwas zu sagen hat, Gemeindepräsident ist der, der repräsentiert. So kann man es unterscheiden, der Peter Zumbrunn. Und ganz mächtig, der Tourismusdirektor. Er ist zwar eine offizielle andere Bezeichnung von Simon Kunz, er ist aber sowohl Präsident wie Geschäftsführer von Tourismus Brienz. Also er kontrolliert sich selber. Also wie gesagt, eine geballte Ladung Brienzer macht. Und weiter geht es jetzt mit dem Stammtisch, wo wir schon vorhin angefangen haben. Kommen wir doch schnell zum Camping. Vor Verzweiflung in die grosse Freude, Marcel. Matthias, richtig. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir nach dieser langen Durchstrecke jetzt hier im Frühling endlich wieder den Platz auftun können. Das ist toll und wir merken so an den Buchungen, wir haben wahnsinnig viele Schweizer Gäste und das kommt sicher dann dem Simon zu gut, mit den Kurtaxen. Es kommt aber auch zu Brienz wieder zu gut, mit der gesamten Wertschöpfung, bei den Bahnen, bei der Schifffahrt. Was du ja schon richtig hast gesagt, schon die Schifffahrt wird aufgehen, in 2 Wochen, das Freilichtmuseum Ballenberg. Nein, wir blicken wirklich vorwärts und sind froh, dass wir nach diesem harten Kampf, den wir auch mit der Unterstützung der Gemeinde haben geführt, zur Wiedereröffnung von diesen Plätzen unter anderem, weil wir ein grosses Problem haben mit wildem Camping hier oben an der Brienz am See. Da kannst du sicher, sicher sagen, dass das, wir das ist wirklich... Das war eigentlich das grosse Problem, das wir hatten. Oder? Also wir haben schon eigentlich durch Intervention von Elch, von Campingbetreiber frei darauf aufmerksam gemacht, dass man die Campings öffnen sollte. Wenn wir gleichgeschaltet mit die Jugendherbergen in der SAW hinten und so, sind wir der Meinung gewesen, das könnten wir machen, die Konzepte sind alle gestanden, Hygiene. Und für die Gemeinde, für uns, für die Gemeinde ist natürlich das Problem gewesen, ja, der Verkehr, ja, den wir haben, zu wilden Campieren. Wir haben ein Gemeindereglement hier, dass wir das hier nicht dürfen und wir haben die Leute müssen fortweisen und müssen bissen, ja, dass das durchgesetzt wird. Aber ich muss mich aussprechen. Ja, ja, ganz klar. Ja. Das ist klar, ja. Das ist ja jämmerlich. Ja. Wenn die Eichsten Leute schon zu uns auf Brienz kommen, holt, alles ist zu, gerne eine Sorge herstellen und dann bekommen sie noch die Buße zum Geschenk. Ja, ist natürlich wirklich, ist sicher auch für die Gemeindebehörden ein Zeichen. Aber wir dürfen es nicht, wir dürfen das nicht machen, oder? Weil das gibt ein falsches Zeichen gegen uns. Ja, ich also, denke, oben sind sie eigen, da können sie ein bisschen machen, was sie wollen. Ja, wir sind schon eigen, aber wir halten uns eben das, was die obergeordnete Stelle sagt, und das ist bei uns der Bundesrat, ja. Und da hören wir natürlich noch, und wir setzen um, was die sagen, oder? Das ist halt ein bisschen der Unterschied. Oder? Das war schon die witzige Episode, die wir haben gemacht. Wir haben vor Auffahrt, also gut, wir sind ja wirklich voll, wir waren voll gebucht, ja. Osterauffahrt und Pfingsten. Ja. Und haben dann natürlich in Anbetracht, dass wir diese Plätze nicht auftun müssen, diesen Leuten die Buchung annullieren. Und gleichwohl sind sie da, dass ich in dieser Seestrasse rumgefahren, Reisemobil, Abartig. Und da haben wir einfach gesagt, ja gut. Ich habe gewusst, dass sie in Neuenburg hinterher auf einem Campingplatz, also in Neuenburg und im Jura, dass sie auf einem Campingplatz die autarken Camper haben genommen. Ja. Die haben Plätze aufgetan. Also autarke Camper ist was? Das heisst einfach, dass sie das Reisemobil haben genommen, innen auf Plätze, halt sanitär geschlossen, kein Strom angeschlossen, einfach nur den Stellplatz zur Verfügung gestellt. Und da habe ich Peter Schackli gesagt, ja, wir müssen doch hier in der Gemeinde schauen, dass wir das auch machen können. Dann haben wir halt
der Hinterplatz bei uns auf und den Quickstops, die wir anbieten, und der Hinterbereich vom Platz tun wir auf. Und da haben wir das da mit Absprache vom Gemeinderatspräsidium, von der lokalen Polizei, muss man sagen. Wir haben sogar noch beim BAG nachgefragt. Der BAG hat gesagt, kein Problem, es sei gut. Haben wir sogar eine schriftliche Stellungnahme, hat die Polizei gefordert, haben wir gegeben. Und komischerweise ist am Abend, ist über Tag noch 10 vor 10, das Schweizer Fernsehen, bin ich da auf dem Platz rumgelaufen. Weil ich ja noch Präsident, also designierter Präsident vom Schweizerischen Campingverband bin. Der oberste Schweizer Camper. Genau, fast gar. Und da sind die da noch fragen. Und da habe ich dort voller Stolz gesagt, ja, wir als Prinz bringen es dann fertig, dass wir dort zumindest die Quickstops können öffnen können. Und ich glaube, am Morgen zum Montag ist nach der Ausstrahlung von dieser Sendung habe ich das Telefon bekommen und gesagt, hat mir freundlich gesagt, Herr Zumbrunn, das war natürlich nicht die Meinung von dem. Wer hat das gesagt? Die Polizei. Aha. Also das ist natürlich da die ganze Instanz in dir gegangen. Und dann habe ich Marcel Zeiser müssen alle, dass er mir räumen um mich. Und am 11 habe ich Verfügung rausgelassen für ihn. Und nehmen wir die Camp. Platz natürlich kommt, also die Stelle, es ist eben nicht Campingplatz, sondern unser Stellplatz hat man nur mitgeräumt. Also die Leute haben ja nicht, das haben wir ganz klar festgelegt, das haben wir immer als Auflage gemacht, du musst den Camping zu haben, dass die Leute nicht in die sanitären Anlagen gehen. Wir sind inzwischen ein bisschen verrückt aufeinander. Ja, nein, ist noch gegangen. Also eigentlich pragmatisch. Es war ja von Anfang an eine pragmatische Lösung. Ja. Es war aber so, wir haben die hinteren grünen Stellplätze, also das Lustige war ja, am Morgen liegt mir einer an. Und zwar ein Gemeindebürger, der gerne so klein noch an Limiten ist vom Gesetz. Und der hat die Polizei besucht. Und der mir am Morgen am 8. und sagt, du Mars! Kann ich nehmen. Du, jetzt ist das zu mir gekommen. Und jetzt habe ich zuerst gemeint, ich wollte zu mir. Aber die sind da ungefähr im Tunnel und fotografieren da deinen Hinterplatz. Ja, das schlott, was du mir das sagst. Aber das ist alles in Ordnung. Und kurz darauf leitest du mir an. Wir müssen das zutun. Und da haben wir den Hinterbereich wirklich zugetan. Und vorne haben wir noch Parkplätze gegeben, die noch belegt waren. Und da haben wir eigentlich, das haben wir gesehen, das ist klar, oder? Das sind Parkplätze. Ja. Ist aber auch grenzwertig, oder? Ja, Nein, ist eben nicht wahr. Der Dorfpolizist hat eben nicht wahr. Oder die örtliche Polizei. Wir haben die Gesetzgebung lässt ja immer einen gewissen Interpretationsspielraum auf. Und das ist es. Also, das ist in anderen Orten auch so. Und, und wir haben das angeschaut. Weil wir auch Probleme haben. Also, wir haben 80 Camper oben bei uns auf dem Gemeindeparkplatz gehabt, oder, wo kein, da ist ein einziges WC vorhanden. Da ist keine Infrastruktur für das. Oder? Und genau das haben wir nicht wollen. Und eigentlich die Einzigen, die sich nicht richtig verhalten haben, sind die, die mit dem Wohnmobil zu uns kamen. Ja. Weil sie hätten ja gar nicht kennen, weil sie haben ja gewusst, Campingplätze haben zu. Du hast ja den Parkplatz am Seevorreiter abgesperrt gehabt. Richtig, das ist auf dieser Seite, Matthias. Ja. Das ist oben am Seevorreiter. Das wissen Sie, du schauen nicht. Du musst einfach irgendwo herzeigen. Aber jetzt sollen wir mal den Mann, also jetzt Simon Kunz, die ganze Zeit geschmunzelt. Ja, es ist wirklich ganz extrem gewesen. Wir hatten viele Camper. Vielleicht hätte der Bundesrat etwas anders kommunizieren sollen. Er hätte nicht Campingplätze zutun sollen. Er hätte vielleicht kommunizieren sollen, bleiben mit den Campern daheim. Und wir hoffen jetzt natürlich, was jetzt ab heute oder ab dem nächsten wieder ganz viel auf Brienz kommen. Ja. Und das war sicher eine Ausnahmesituation für Brienz, jetzt, da die letzten paar Wochen. Und wir hoffen ganz stark, dass das nicht mehr kommt in nächster Zeit. Ja. Also, noch ist zutun, könnte man auch sowieso nicht mehr, oder? Also, wir reden immer von der zweiten Welle. Ich habe jetzt das Gefühl, jetzt ist von der ganzen Branche, also jede Branche muss... vorsichtig, ein Mikrofon, sonst bollert es beim Zuschauer daheim. Jede Branche muss jetzt seine Hausaufgaben machen für die zweite Welle. Vor allem auch die Konzepte beim BAG deponieren. Wenn nochmal eine zweite Welle kommt, was man nachher auch ein bisschen kann, vielleicht sich organisierter in die zweite Welle hinein. Weil ich glaube, es hat schon polarisiert, nicht nur mit Tourismusbranche, sondern auch in der Wirtschaftsbranche. Und jetzt können wir von dem lernen. Und das muss jetzt einfach im Pandemieplan
besser eingeflochten sind, ja, was die Schweiz so wieder und vor allem die Tourismusbranche parat ist. Und ist, ich finde es natürlich sehr schade, ich habe gedacht, so durch die Blumen, was man am Pfingsten Campingplätze auftun kann. Ich habe ganz schwer gehofft, was man sogar Bergbahnen auftun kann. Aber das war jetzt halt nicht so gewesen. Aber vielleicht hat es uns allen geholfen, wenn wir hat sehen, vielleicht ein bisschen entlastet, wenn die Leute auf Bergen hätten können, hätten wir nicht alle so an einem Haufen. Aber es geht jetzt alles nächste Woche auf, Bergbahnen, Schifffahrt wieder. Jetzt kann man ja mal einen Rückblick machen, wie viel Geld hat man eigentlich verloren, da bei der Region, das Brienzau. Ja, das sind natürlich massive Ausfälle. Oder? Also sicher über Kurtax und so können sie zwei bessere Auskunft geben, aber halt auch für Gemeinden. Oder? Das ist das, was man einfach nicht, wo man nicht sieht, zum Beispiel die ganzen Quellensteuereinnahmen. Wo ich in dieser Zeit, ja, die Kia fort, das ist monatlich in der Gemeinde Brienz zwischen 20.000 und 30.000 Franken, wo da die Leute nicht reingeholt wurden, weil sie nicht arbeiten, die ganzen Zulieferer und. Das ist natürlich dann hinten dran ein grosser Verlust. Ein sehr grosser Verlust. Ja, das kann ich so nicht im Moment beziffern. Also ich sage immer, Kurtaxe ist bei uns zahlt man 2 Franken Kurtaxe, aber für einen Betrieb ist das 100-fache, was da ausfällt. Und vor 6 Wochen war da schon die Krisenstimmung zu Brienz. Also wir denken, wir haben 800 Arbeitsplätze in Brienz, 400 sind davon im Tourismus. Also wir haben vor 6 Wochen 400 Leute in Kurzarbeit gehabt. Also wenn im Emmentaler Fabrik wird zugetan mit 400 Arbeitsplätzen, dann sind die morgen irgendwo in der Zeitung auf der Titelseite. Und das ist für uns sehr happy gewesen. Und wir hoffen jetzt wirklich, was wir diese Saison ganz gut überstehen können. Aber sind wir noch im Krisenmodus. Also wir müssen sicher die nächsten 3 Monate müssen wir hart arbeiten, dass wir die Arbeitsplätze hier auch erhalten können. Hat es eigentlich Krach gegeben im Dorf? Es hat mich so erstaunt, dass ihr da so einig war. Ich denke, es hat zwischen auch Krach gegeben wegen der Massnahmen oder haben wir das gut können vermitteln? Das war eigentlich kein Problem. Das habe ich jetzt den Eindruck gegeben. Das also ist nie. Wir haben auf der Gemeindeseite. Wir haben ja nicht selber etwas erfunden. Oder? Das hat uns immer wichtig gedacht. Im Gemeinderat hat man das besprochen, wie wir die Leute orientieren. Also wir haben nicht eine eigene Orientierung noch gemacht. Man hat das vom BAG umgesetzt und das gesetzt und miteinander halt geredet. Ja. Eben, wie gesagt, wir haben ein bisschen interpretiert. Und die Interpretation ist halt anders ausgelegt worden. Aber er hat es dann auch korrigiert. Es hat ja noch die grosse Geschichte gehabt, dass der Volkswirtschaftsdirektor auch von da oben kommt. Christoph Ammann hat gesagt, die Skilifte können offen bleiben. Oder? Und dann hat ihm der BRC, glaube ich, in den Stecker gezogen. Ja, das ist eine politische Geschichte. Also, aber es ist jetzt wieder vom Interpretieren. Schade, es war jetzt einfach noch, was vielleicht noch für ihn ein bisschen Nachfolge hatte. Aber Das sind politische Machtkämpfe schlussendlich. Und das merken wir halt schon, dass wir hier im Kanton Bern sind. Ja. Das muss man sagen. Das sind Hösler, zeitweise. Weißt du, wie das läuft? Nein, ich sage einfach von unten aus. Jetzt sind wir zurückgekommen. Ja, hast du mitgemacht? Also, das müssen wir aber noch diskutieren. Ich meine, es weiter ab. Wenn du so schaust. Es ist am Polizeirapport vom Kanton Bern ist das Urteil entstanden, oder? Hier, easy Region hat gesagt, kein Problem. Pragmatische Lösung suchen, auftun, fertig. Wir sind im Kanton Jura. Also, du redest jetzt vom Campen. Ich sage jetzt das Beispiel, oder? Ja. Du hast in der Tappe an einem wichtigen Rapport. Irgendeiner hat das gesehen im Dings, in dem 10 vor 10 dieser Sendung, und gesagt, nein, das geht gar nicht. Also, zu Brienz geht das nicht. Das geht bei uns im Kanton Bern nicht. Pum, und tut mir zutan. Mir gar nicht nachgefragt, um was es eigentlich. Weil ich gehe so in die Nähe vom Camping und das sieht aus wie Camping und fertig und das ziehen wir zu. Also, aber jetzt vielleicht noch vielleicht wegen Übernachtungen, was wir davor diskutiert. Ich denke, die Übernachtungen, das können wir erst Ende Saison sagen, wie das ist. Weil die Entwicklung ist in diesem Fall und wahrscheinlich auch im Fall von der Ferienwohnungen. Ich hoffe, es ist auch von den Hotels. Es gibt Hotels. Bereits, wo ich mit denen habe ich geredet, die haben einen Welterfolg im Moment. Aha, und also die Leute kommen? Also die Leute kommen schon. Die kommen schon, Jetzt wir in diesem Fall, wir haben unseren Bungalow in dieser Zeit gebucht wie noch nie. Ja.
Es ist noch eigenartig. Ein Lichtblick. Aber du hast vorhin Widerspruch anmelden. Da, beim ja, wegen Hösel. Wegen Hösel, ja, ja, gut. Aber nein, eins zum Schutz von unseren, auch vom Kanton, muss man sagen, der Regierungsrat hat es unterstützt. Also der Regierung, das muss man sagen, ja, das haben wir gemerkt. Der Regierungsrat hat es unterstützt. Aber das ist natürlich auf Bundesstufe und das ist etwas ganz anderes. Aber das ist so. Aber eine Herausforderung haben wir ja gleich. Jetzt in der Zeit, wenn ich jetzt so sehe, was jetzt so auf uns zukommt, ist die ganze, das ganze Verkehrsaufkommen, das wir aha haben, mit dem wir die Leute auf unserer Achsalbüfe, oder? Wenn ich sehe, wir haben müssen einen Verkehrsdienst organisieren. Vor etwa zwei Wochen war ich ja stolz auf die Achsalp, ja, oder? Ja. Dann kommen Berner wie Dümetal, oder? Die vielleicht nicht so gewohnt sind mit dem Autofahren. Ja. Und dann haben wir schon das Problem. Und den Helikopter nicht vermögen. Ja, genau. aber das ist jetzt so ein typisches Syndrom. Das ist wahrscheinlich bei den Bauern, oder? Jetzt kommen wir noch vor lauter Erfolg muss man gleich auch noch ein bisschen jammern, oder? Jetzt, es wird buchen, die verrückt. Nein, wir jammern nicht. Nein, was machen wir mit all diesen Leuten? Nein, überhaupt nicht. Also, zeitweise ist natürlich schon ein Problem an den Hotspots. Ja. Und es gibt natürlich Hotspots, die sagen, heute, ja, wenn wir es schon regulieren, oder ich glaube, so weit sind wir hier noch nicht. Aber die Achsalp, das muss ich schon sehen. Also, das ist brutal. Ja. Der Verkehr an dieser Achsalp ist natürlich für unsere Wanderwege, für die Hotel, für die Betriebe, für das Restaurant, alles ist super. Halt. Wenn sie einkehren? Ja, aber viel die doch. Also, was wir ein kleines Problem haben, ist das Littering. Ja. Da haben wir ein Problem. Ja. Das ist einfach das Grundproblem. Das ist das Grundproblem. Das ist auch ein Erziehungs- oder Generationenproblem. Was macht der Tourismus? Also, die schöne Landschaft erhalten, Abfall schauen, dass der also die Leute ziehen auch ein bisschen, oder? Nein. Glaub jetzt haben wir ja für mehr Schweizer Gäste. Ich kann also, vielleicht besser ziehen als Chinesen. Ja, ich glaube. Und Inder. Ich glaube, kein Mensch kann man nicht ziehen. Es sind alle Menschen genau gleich, ob es Schweizer oder Chinesen oder ob das ein Araber oder vom Osten oder Westen oder Süden kommt. Ich glaube, die Leute haben jetzt einfach das Bedürfnis, rauszugehen und das Bedürfnis. Ich glaube, mir ist gut, dass wir in der Demokratie sind. Das können wir nicht einfach zu Boden schlagen. Und die nächsten paar Wochen wird sich das wieder so ein bisschen verändern. Man muss jetzt auch wissen, wir haben Griechenland, Spanien, Italien, Österreich, die werden nicht so auftun. Und ich bin jetzt schon insgeheim gespannt, wie viele Schweizer das wirklich dieses Jahr noch in Schweiz Ferien machen und wie viele das jetzt dann halt gleich ins Ausland gehen, Ferien machen. Also, die werden da vielleicht etwa ins Meer gehen. Aber ich glaube, zu viel. Über zu viele Leute, das müssen wir nicht diskutieren. Wir müssen einfach, jeder Gast ist bei uns willkommen und mit dem müssen wir können umgehen. Und dann werden wir sind ja in guten Kontakt mit der Gemeinde und Hoteliers und Ferienwohnungen. Und dann tun wir doch ein bisschen nachsistieren, je nachdem. Es ist schon Preispolitik. Also, ich habe schon herausgefunden, als Chines zahle ich weniger für gewisse Bergbahnen im Packaging. Also wenn jetzt der Familienvater mit zwei Kindern und Frau irgendwo auf einer Bahnschifffahrt geht, hat er möglicherweise einen anderen Preis als der ausländische Gast. Ich glaube, über Preispolitik, man muss immer noch im Hintergrund sehen. Oder ich sage, wenn der Chinese kommt, hat er vielleicht auch andere Leistungen beim Hotel. Also, da sind die Leistungen schon anders. Oder dann gibt es halt am Morgen. Oder eben noch nicht. Oder auch nicht. Ja. Oder gar keine Leistungen, genau. Also, das ist kann das man ein Insider, oder was? Nein. Aber also, die Schweiz, wenn wir sehen, also wir haben heute ein Package, da kann man zwischen 566 Franken und 777 Franken kann man Ferien in Brienz buchen, drei Nächte mit Frühstück und hat die ganze Bergbahn inklusive. Ich glaube, das ist für zwei Personen ein angemessener Preis. Oder? Also, Du gehst natürlich eine Woche nicht durch die Kiefer, ja. Der Preis. Ja, das ist schon klar. Ja. Aber ich sage noch gerne, weißt, alle wollen Schweizer Löhne, komischerweise. Aber der weiß nicht zahlen und dann können wir es dann erzählen, wie es im Deutschen und wie es in Italien günstig ist. Ja, da hat einer auch nicht 4'500 Franken, wenn er am
Mauern ist oder als Briefträger oder was auch immer. Oder? Das wird einfach schon vergessen. Ich bin im Ausland einkaufen, über Grenzen. Ja. Gut, es ist jetzt natürlich auch eins, jetzt gerade in unserer Region den Leuten zu zeigen, was wir zu bieten haben. Oder? Also, das fängt beim Gastronom an, das fängt bei unserer Infrastruktur, die die Gemeinde zur Verfügung stellt, für die Gäste, für die Einheimischen. Und ich hoffe schon, dass der ein oder andere Schweizer, der vielleicht in den letzten Jahren nicht so bewusst hat Ferien gemacht in der Schweiz, wo jetzt in der Schweiz Ferien macht und hier zu uns kommt und das nachher auch sieht, sagt, ja mal, der Preis ist eigentlich angemessen. Oder? Mhm. Aber das ist natürlich schon das Syndrom, das wir haben in allem. Oder? Also Geiz ist geil, kommt nicht von nicht. Es sollte immer alles inklusiv sein. Ja, ich gehe jetzt von mir aus, ich will nicht immer alles inklusiv, weil ich habe nicht genau das gleiche Bedürfnis wie du und du. Also ich will mir das selber können zusammenstellen. Aber es wird eine spannende Zeit. Ja. Du hörst ein bisschen Hasler-Axan da. Hast du nicht gemerkt? Ja, also das ist eigentlich der einzige Gemeinderatspräsident. Wo jetzt in Prinz Hauck. Hasler'sche Wurzeln. Gut, gut, ich muss natürlich sagen, also für Brienz, die Weltoffenheit von Brienz zu zeigen, oder? Ja, also wir haben easy. Ich denke wirklich, wir sind Hasler auf, he? Easy Finanzpräsidentin ist eine gebürtige Däne, Sozialpräsidentin eine gebürtige Französin. Ja. Und ich als Ratspräsident, der gebürtige Hasler, hat gesagt, wir sind also sehr weltoffen. Das ist wie so mies steht. Nein, aber zurück darauf zu kommen, auf die Leute, auf die Ströme, die wir im Moment haben. Man muss natürlich auch wissen, weißt, von Zürich auf Brienz, das ist 1,5 Stunden Autofahrt. Und dann bist du da. Und dann kannst du etwas erleben, dann kannst du her, parkieren, etwas erleben und dann gehst du in die Karre und kannst um mich heim. Das darf man nicht vergessen. Oder? Und wir haben natürlich, dieses Jahr werden wir viele solcher Leute haben, die fahren, die an einen Ort hergehen und dort konsumieren und dann gehen sie wieder heim. Mhm. Und das sind natürlich Übernachtungen, die verloren gehen. Halt. Ist klar. Gut, wir kommen leider zum Senderschluss. Wir können ja noch weiter diskutieren. Wir können ja mit euren Geschichten 3 Sendungen filmen. Wir kommen ja dann wieder zurück. Aber wie kommt das Jahr herausfordernde Zeit? Sind denn noch Wahlen, oder? Es ist angesprochen worden, wird der Fremdling da, der Hasli-Ditsch redet, wird dann noch einmal Gemeinderatspräsident. Was sagt der mächtige Verkehrsdirektor? Ja, ich glaube, das sei nicht der mächtige Verkehrsdirektor. Aber das kann seine Meinung kundtun. Das sei das Stimmvolk. Nein, im Moment machen sie es gut. Ich hoffe, dass sie es noch 4 Jahre gut machen. Und je nachdem, eben, der Wähler entscheidet schlussendlich. Ja, also... Du kandidierst noch einmal, kann man davon ausgehen. Ja, wenn die Partei sagt, dass sie mich aufstellen, dann ich noch eins gerne für 4 Jahre kandidieren. Und werden die Wahlen stattfinden überhaupt? Ist ja. Das ist klar. Ja, wir haben nur eine Abstimmung, und das ist auch kein Problem. Ja. Gut, ich danke für das lebhafte Gespräch. Merci. Wir kommen wieder zurück, ich glaube ungefähr in 5 Wochen, ja, wo wir dann wieder hier im Steinbock Platz nehmen, mit dem Gaspar Peter Zumbrunn. Vielleicht hat er andere Gäste, ein bisschen lieber. Yes. Heute haben sie ihn ein bisschen gefordert. Aber sie sind danke vielmals. Sehr interessant. Viel Glück mit dem Camping. Merci vielmals. Gemeinderatspräsident, viel Glück wieder hier mit der Politik. Merci. Und natürlich Tourismus-Brienz-Chef Simon Kunz. Hoffentlich, dass die Gäste kommen und ein bisschen übernachten, ein bisschen bleiben. Und euch, merci für zuzuschauen. Bis zum nächsten Stammtisch. Stammtisch mit Matthias Mast. Das wöchentliche Beizengespräch ist euch präsentiert worden von Rugenbräu, das Bier aus dem Berner Oberland.